warst der Zahnarzt. Ja. Hast du damals schon Kunst gemacht? Immer gemalt. Als Kind schon, als in der Schule sagte der Lehrer, sie müssen Kunst studieren, aber erblich natürlich vorbelastet. Der Vater Zahnarzt, Großvater, Urgroßvater. Und dann sagten die Eltern, wie alle Eltern vernünftig sagen, mach erst was Vernünftiges. Und dann war ich 20 Jahre vernünftig und dann wurde ich unvernünftig. Früher habe ich gesagt, volle Kasse, leeres Herz. Heute sage ich, volles Herz, leere Kasse. Nicht ganz leere Kasse, aber ist okay. Malst du, weil du malen musst? Ja, ich muss malen. Es strukturiert meinen Tag und es führt mich zu mir selber. Im Moment des Malens ist der Maler lebendig und man ist einfach fasziniert von der Zeitqualität, weil sie nur der Augenblick bedeutet. Nur der Augenblick. Nicht gestern, nicht morgen, sondern nur jetzt. Und da wird jetzt nochmal mit Blei, also mit klein strukturierten, lebendigen Linien Grafik reingemacht. So, ihr seht, wie gut es tut, auch sogar zwei Linien, weil dann ist es die Intensität, das soll ja ein nachvollziehbar sein, ein bewusster Eingriff ins Bild. Also dass es nicht nur zufällige Strukturen entstehen, sondern auch bewusste Eingriffe. Und da sind wir wieder an der Tatsache, dass an der Schnittstelle von Chaos und Ordnung kann die Schönheit entstehen. Das ist unser Ziel, ein gutes Bild, ein schönes Bild, aber kein abgebrochen schönes Bild. Das ist die Kunst, dass man eben ein Bild malt, was nicht plakativ schön ist, sondern wo eben, wie bei Mozart-Sachen, Mozart-Kompositionen, wo eben in der Schönheit auch Tiefe drin liegt. Aber die Kunst ist genauso logisch und vernünftig wie die anderen Dinge auch, wenn man sie richtig sieht. Ja, da gibt es jeden Strich, den ich mache, der wird genau kontrolliert. Und wenn ich einen Farbauftrag habe und beim dritten Mal, wo ich mir sage, na, ich könnte es was anderes machen, dann mache ich es auch beim dritten Mal. Aber nicht vorher. Erst beim dritten Mal der kritischen Auseinandersetzung wird es anders gemacht. Also es ist eine große Logik in der Malerei und ist auch richtig so. Es ist Emotionalität, aber es ist auch die Logik drin. Und der Witz ist ja, dass man dann in einen Zustand kommt, wo die Gegensätze aufgehoben werden. Wo also nicht entweder Logos oder die Irratio da sind, sondern wo das eine genauso ist wie das andere. Die Gegensätze gibt es nicht mehr. Das ist ein Gefühl des Einssein mit der Welt, mit sich selber, und da wird man süchtig danach. Drum malt man, mal ich. Das heißt, letztendlich bist du auch Maler geworden oder Künstler geworden, weil du die Welt in eins haben wolltest? Absolut. Das ist ja unser aller Sehnsucht, die Verein, das Einssein mit der Welt, aufgehen in der Welt, aber wir müssen natürlich immer wieder uns trennen von der Welt, um wieder in die Welt gehen zu können. Es ist ein zyklischer Vorgang, aber in dem Akt der Malerei ist kein Gegensatz zur Welt da, zwischen mir und der Welt, sondern ich bin bei mir und bin zugleich in der Welt, bei den Menschen, bei allem Lebendigen. Das ist für mich das eine der Hochformen der Lebendigkeit. Wenn ich so seine Bilder sehe, kannst du mir die beschreiben? Würde man solche Momente dann auch wiedererkennen? Ja, auf jeden Fall. In einem guten Bild erkennst du immer die Authentizität. Ich denke mal, bei mir ist es so, das Grundprinzip ist ja in unserer westlichen Kultur, wenn ich vor einem Bild stehe, links ist der Eingang, in der Mitte ist unser Leben, rechts ist der Ausgang. Und ich wandere also mit meinen Augen auf diesem Bild und oben ist das Spirituelle, Transzendente, unten die Erde. Ganz einfach. Und das findet man in all meinen Bildern wieder und dazu stehe ich auch. Ich kann es gar nicht mehr anders sehen.
Und in der Mitte ist unser Leben. Also links Eingang, rechts Ausgang, oben Himmel, unten Erde. Und in diesem Spannungsbereich leben wir und wir machen den Versuch, ein feuriges, ein Leben zu leben, ein lichthaftes Leben, wo auch aber im Licht das Dunkel auch seinen Platz hat. Aber wo auch das dann keine Gegensätze mehr sind. Ein Bild ist erst dann gut, wenn es einen starken Hell-Dunkel-Kontrast hat. Ja? Durch die Gegensätze intensivieren sich die Dinge. Einen starken Kalt-Warm-Kontrast. Durch die Gegensätze kommt man zum guten Bild. Und an der Schnittstelle zwischen Schönheit und Chaos kann das gute Bild entstehen. Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, auch für dich ist so oben der Himmel. Ja. Mir ist aufgefallen, dass der Himmel aber bei dir sehr dunkelblau ist und manchmal natürlich fast ins Schwarze geht. Jawohl. Jetzt drehe ich mich mal um, das ist so ein Beispiel. Ja. Erzähl. Weil wenn die ich Erde kaum zu fühlen ist. Ja, der Himmel ist natürlich, wenn man raufschaut nachts, ist das Schwarze, das Dunkle. Kann man natürlich jetzt bedrohlich sehen, man kann aber auch sagen, das Geborgene, in der Dunkelheit geborgen sein. Und irgendwann müssen wir uns ja alle auf die große Reise, letzte Reise machen. Und da ist natürlich, wenn die Seele Schwingen bekommt, dann schwingt sie nach oben in die Ewigkeit, in die Dunkelheit. Und dann ist es gar nicht mehr beängstigend, sondern ist bergend. Man fühlt, bin ich mir sicher, fühlt man sich geborgen im Dunkeln. Ist interessant. Ich finde, deine Bilder strahlen auch nie was Bedrohliches aus. Egal, wie dunkel die sind. Ja. Sie arbeiten mit diesen Kontrasten und mit diesem Ungewissen und mit dem Mystischen, aber sie wirken nicht bedrohlich. Nein, das ist auch nicht meine Absicht. Das Bedrohliche, das brauche ich ja nicht mehr. Das habe ich ja lang genug gehabt und ich habe mir es angeschaut. Und durch die Malerei kann ich ja das Bedrohliche erlösen, sozusagen. Das Bedrohliche in deinem Beruf früher? In meinem Beruf, auch im Beruf, ja. Man muss Menschen wehtun. Und in der Schule, die ich sehr unangenehm, mehr als unangenehm empfand, die sehr fremdbestimmend war für mich. Und die Ängste, die jedermann so mitmacht. Und in der Malerei sind die alle aufgehoben. Da gibt es keine Ängste mehr. Da gibt es nur Gefühle im Jetzt und glückliche, gute Gefühle.